hier. Oh! Hey, Herr Rodes, was ist denn los? Ich krieg das nicht hin, Alter. Ich hab einfach nicht den Arsch in der Hose. Ich meine, klar, das ist halt nichts weiter, als dir irgendwie voll zu quatschen und... Aber ich weiß auch nicht... Was sagt man da? Wie geht man da? Frauen jetzt. Frauen. Na, das stand doch im Titel. Ach so. Gar kein Problem, Mann. Da kann ich dir helfen. Meinst du, du kennst ja. dich da aus? Na klar, guck doch mal, ich habe ein Hemd an und eine Krawatte, ich bin Pickup. Okay. Also das Erste ist erstmal, das ist deine Körperhaltung, ist komplett falsch. Okay. Ist wirklich komplett falsch. Setz dich mal, du musst dich mal selbstbewusst, genau, ja. Genau, selbstbewusst, richtig, sehr gut. Hemdkragen wäre vielleicht noch gut, ganz hoch so. Einfach dominant, weißt du, dominant, das genau. Breiter wirken. Ja, das sieht auf jeden Fall jetzt schon richtig gut aus, sehr selbstbewusst. Und jetzt sprichst du die Frau quasi einfach an, es ist auch sekundär, was du sagst, weißt du, einfach erstmal ins Gespräch kommen. Okay. Briefkasten, Tür, Klimaschutz, Klimawandel, Klimaanlage. Nein. Was ist denn nur? Ich habe genau gemacht, wie du gesagt hast. Die war auch gar nicht erst abgetan, so, aber die hat dann Nein gesagt. Die war nicht abgeneigt, aber hat Nein gesagt. Oh. Ja, also das kann jetzt eigentlich auch nur gescheitert sein, weil du irgendwie, du bist noch nicht selbstbewusst. Du musst erstmal irgendwie Alter, aus dir rausgehen. Ich bin angespannt gelaufen. Ja, genau wie du gesagt locker, hast. Locker. Du musst dominant sein, aber du musst jetzt erstmal, du musst dich irgendwie lockern. Du musst jetzt erstmal, du hältst jetzt einfach mal so eine Rede. Hallo Leute, ich komme aus Dortmund. Das ist jetzt aber ungünstig, da ist einer, der dudelt. Muss ich die jetzt überstimmen? Musst du lauter machen. Okay, also Leute, ich komme aus Dortmund. Ich will hier meine Ängste überwinden und die einfach stell ansprechen. Stell dich jetzt mal ein bisschen selbstbewusster hin. Hallo Leute, ich bin jetzt aus Dortmund und ich bin hier, um meine Ängste zu überwinden und sie einfach Warte, der dudelt wieder. Ey, ganz kurz mal. Psst. Jetzt. Ich bin aus Dortmund und ich bin hier, um meine Ängste zu überwinden und sie einfach anzusprechen. Boah, du hast deine Ausstrahlung, ne? Ich strahle wie die Sonne. Doch, der strahlt ja, Mann. Strahlt er oder was? Ja. Ja. Boah, ne, was du jetzt für eine Ausstrahlung hast. Absolut, doch, richtig geil. Das war schon richtig peinlich so, aber... Nee, komm, jetzt guck doch mal, wie du strahlst, Mann. Na, und jetzt machen wir mal so richtig infield, ja? Okay. Und das ist so wichtig jetzt, dass du an deine Körperhaltung denkst. Okay. Selbstvertrauen. Ja. Und es ist gar nicht so wichtig, was sie über dich denkt. Ja, das musst du immer im Hinterkopf behalten. Ist egal, was sie denkt. Ja. Ist egal, was sie denkt. Toaster, jetzt einfach mal so gefragt, was haltet ihr von mir? Was denkt ihr von mir, über mich? Ja, das ist auch egal. Weil es ist ja egal, was Menschen von einem denken. So, das war jetzt ein Icebreaker. Du merkst jetzt, dass ich ein anderer Mann bin als die anderen und dass das jetzt was völlig Besonderes ist, was ich mache und dass ich nicht so bin wie die Standard. Ist mir aufgefallen. Ja. So rumgeguckt und dann so, boah, oh! Und dann Entschuldigung, ist mir aufgefallen von Augen her. Ich habe ein Foto, wo ich aussehe wie Kerstin Ott. Ach, scheiße, die Körperhaltung. Wie sehe ich denn daran lag's, ey? Die sind mir aufgefallen. Oh! Helfen meine Tipps oder? Ich weiß nicht, mit deinem bin ich jetzt nicht so weit gekommen, aber ich habe da gerade eben einen getroffen auf der Straße, der war ziemlich cool, so ein Coach. Der hat mir kostenlos ein übelst geiles Coaching gegeben, seitdem habe ich voll Erfolg. Weil du ständig deinen Freund wechselst, ihn hochtreibst und deine Beziehungen sind auf Lügen gebaut. Entschuldigung, willst du vielleicht deinen Freund wechseln, Ehebruch treiben und Lügen verbreiten? Versöhne dich mit deinem Nächsten. Warum? Damit es dir und deiner Familie gut geht. Entschuldigung, wollen wir uns vielleicht kurz versöhnen, damit es unserer Familie gut geht? Hör zu, Jesus hat mich frei gemacht, okay? Okay, und ich will halt Frauen dazu bewegen, dass sie sich frei machen.
Gott möchte nicht, dass du zum Beispiel Hurerei machst. Bitte versteh mich nicht falsch. Du gehst dahin, sagst den Frauen schöne Worte. Du kennst bestimmt schon Flirtsprüche und wie man mit Frauen redet, ne? Ja. Vielleicht neckst du die Frau, deine Schuhe sehen so und so und dann greifst du an. Das ist okay. Das ist mit den Schuhen, ja? Okay. Ja, nenne, Herr, vergib mir. Weißt du, deine Schuhe sehen aus wie ein Auto. Attacke! Jesus liebt alle Menschen und Gott hat den Menschen eine Frau zur Seite gestellt. Nicht alle, aber auch dir. Okay. Deshalb rate ich dir, das, was du suchst, gib dir Jesus und dann bleibt das auch. Will Jesus dich mir geben und dann bleibt es einfach so? Es war noch nicht selbstbewusst genug. Will Jesus dich mir geben und dann bleibt es dann einfach so? Das mit dem Jesus, das haut nicht hin. Kennst du den schon? Ich habe meine Handynummer verloren. Aber das ist gar kein Problem, weil ich gehe hier einfach auf Kontakte, eigene Nummer und dann habe ich sie einfach wiedergefunden. Perfekt, oder? Ja. Geiler Trick. Ja, finde ich auch. Meinst du, damit kann man jemanden anklopfen? Entschuldigung, ja. Ich habe meine Nummer verloren. Aber das ist gar kein Problem, weil ich gehe einfach auf eigene Kontakte. Du kannst deine Nummer einspeichern. Und dann habe ich, nee, ich brauche meine. Und dann habe ich sie hier. Perfekt. Super, oder? Geiler Trick. Als dein Vater die Sterne vom Himmel geholt hat, hat er sie dann dir in die Augen reingerammt. Das hört sich eher schmerzhaft an. Die hat AirPods drin, die hört mich nicht, du Spacken. Es gibt ein Foto, auf dem sehe ich aus wie Kerstin Ott. Vielleicht siehst du diesen äußerst gut versteckten Kameramann dort stehen.